Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und ich möchte heute über den Monat September mit euch reden. Was ist denn im September so gelaufen? So, schauen wir doch mal rein. September habe ich eigentlich tatsächlich nur meine Sparpläne mehr oder weniger ausgeführt und noch ein, zwei Sachen reinvestiert, die dann eben durch meinen ETF kamen. Und das heißt, wir liegen damit bei 649 Euro und, oh Wunder, wir haben fast, ja, tatsächlich die 9.000 Euro erreicht, liegen jetzt derzeit bei 8.477,99, was eben 94% entspricht von diesen 9.000 Euro. Bin ich wirklich super, super zufrieden mit, und wenn man sich jetzt überlegt, okay, ja, da waren jetzt noch 1, 2 Euro in diesen 649 eben drinne, die dann praktisch durch den ETF reinvestiert worden sind. Aber im Großen und Ganzen sind das ja meine Sparpläne. Das bisschen oder abzüglich der ETF-Ausschüttungen habe ich jetzt zusätzlich ab nächsten Monat oder beziehungsweise jetzt ab diesem Monat Visa zusätzlich mit 25 Euro im Monat. Dann habe ich Unilever 10 Euro mehr, Microsoft 10 Euro mehr und auch Disney 10 Euro mehr, die ich bespare. Von daher dürfte sich das auch 650, 660 irgendwie in dem Rahmen bewegen. Das heißt, ich werde safe im Monat Oktober die Grenze der 9.000 Euro überschreiten und damit tatsächlich mein Jahresziel relativ früh erreichen, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Am Anfang des Jahres war es tatsächlich so, 9.000 Euro ist ja eine Menge, Menge Geld, ist es auch immer noch. Deshalb macht es mich tatsächlich glücklich, dass ich im Prinzip noch den November und den Dezember dann im Prinzip habe, um eben ja, über die 10 hoffentlich zu kommen oder vielleicht auch die 11.000 Euro zu knacken. Das werden wir dann sehen. An Dividenden kann man zusammenfassend sagen, ist diesen Monat rumgekommen 43,52 Euro. Die einzelnen Positionen werde ich dann im Laufe des Videos nochmal durchgehen, wer da genau ausgeschüttet hat. Das heißt, auch bei den Dividenden liegen wir jetzt bei 315,65 Euro. Was 90% entspricht von eben meinem Ziel, das ich am Anfang des Jahres hatte, eben diese 350 Euro. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, was das Ganze betrifft. Dann gucken wir doch auch einmal hier rein. Groß machen, dass das auch ordentlich sehen könnt. Ne? Wäre sinnig. Größte Position weiterhin bei mir der MSCI World, gefolgt von Microsoft und Unilever, die beiden betteln sich ja bei mir immer so ein bisschen, je nachdem, bei welchem gerade der Kurs höher steht. Dann Apple, Nestle, Dow Jones ETF, 3M, Allianz, relativ neu dann die Shell-Position auch, Disney, Nike, Johnson & Johnson, SAP, Activision, Blizzard, dann mein Cash-Bestand bei der Consors, Merck, KGaA, Fresenius, TAG Immobilien, Henkel, Jungheinrich, Roche, Siemens, EA und Boeing. Performance, was ist passiert? Sieht soweit ganz nett aus, ja. Diesen Monat gemacht 2,66%, wirklich super, super. Bin damit auch echt zufrieden. Wir können uns gerade mal angucken, wie das jetzt im Jahresverlauf seit dem 1.1. ausschaut. Liegen wir circa bei oder ziemlich genau bei 19,3%, was jetzt nicht so gut gelaufen ist. Also, wir sind jetzt schon im Oktober, wo ich mir das, wo ich dieses Video hier aufnehme, bei minus 1,4%, also die ersten Tage im Oktober, ja, waren jetzt nicht so der Knaller. Wir gucken trotzdem mal, wo uns dieser Monat irgendwie hinträgt. Aber insgesamt kann man wirklich von einem Top-Top-Jahr bisher reden. Selbst wenn der Oktober so bleibt und November und Dezember irgendwie auch nochmal minus 2, 3, 4% sind, ist das ja trotzdem noch bisher mega, mega gut gelaufen. Gut. Dann gucken wir doch mal in die einzelnen Papiere rein, was da so passiert ist, welche Positionen besonders gut und welche besonders schlecht gelaufen sind. Ganz oben Nike, mega, mega Sache, nachdem die letzten Quartalszahlen wirklich sehr, sehr gut waren, ist die Aktie ja regelrecht abgehoben mit plus 11% diesen Monat, also wirklich, wirklich stark. Als nächstes gefolgt von Apple. Shell hat sich wieder erholt, was aber auch an der ja, hauptsächlich an dem Ölpreis jetzt gelegen hat und eben an Angriffen, glaube ich, waren es, die es da gab. Mal gucken, wohin sich das Ganze entwickelt. Dann Siemens auch sehr gut gelaufen, danach Roche, Allianz, gut, meine kleine Boeing-Position, Merck, Activision, Blizzard,
Ja, da habe ich es jetzt tatsächlich fast geschafft, wieder auf Null zu sein. Die Position ist unglaublich volatil gewesen in den letzten Monaten. Und von, ich glaube, plus 15 waren es mal zwischendurch, auf minus 35% jetzt wieder fast auf Null. Da braucht man dann auch, ich würde mal sagen, ganz gute Nerven. Aber wenn man sich darauf einstellt, denke ich, eine sinnige Position und wird sich meiner Meinung nach auch langfristig sehr, sehr gut entwickeln. Ja, welche Werte liefen nicht ganz so gut? Disney, Fresenius, die TAG Immobilien AG, Nestle, Unilever, SAP. Und das sind so die Werte, die ein bisschen röter sind. Aber alles in allem, ja, ein relativ positiver Börsenmonat. Man hat ja immer Positionen, die mal besser sind und andere Positionen, die mal schlechter sind. Von daher bin ich da ganz entspannt. Erträge. Schauen wir doch mal rein. Da den September kann man noch erkennen. Ganz gut. Das kann man jetzt nicht mehr sehen, dann machen wir es doch einfach so. Was hat denn diesen Monat ausgeschüttet? Also wir haben einmal 3M mit 7,91 Euro, danach Boeing mit 33 Cent, Johnson & Johnson letztes Jahr mit 1,18 Euro, dieses Jahr mit 4,57 Euro, also sehr schöne Entwicklung. Dann Microsoft von 2,27 € auf 5,29 €, auch eine sehr schöne Entwicklung. Freue mich dann schon auf nächstes Quartal, wenn es doch nochmal 11% Dividendenerhöhung gibt. Das wird auch sehr schön. Danach zum ersten Mal die Shell-Position, die ausgeschüttet hat mit 13,74 Euro. Und die letzte Position Unilever anstatt 1,18 € letztes Jahr 11,68 Euro. Ja, was kann man denn zusammenfassend zu der ganzen Geschichte hier noch sagen? Ich kann ja hier einmal nochmal rübergehen. Eine Sekunde, zack. Oktober war letztes Jahr tatsächlich kein einziger Euro. Dann haben wir im November gehabt Apple und im Dezember dann eben die Position, die ich eben schon genannt habe, exklusive Shell. Was also ich mir schon vorstellen kann, ich hatte mir vorgenommen, diese 350 Euro zu erzielen dieses Jahr an Dividenden. Das werde ich auch auf jeden Fall schaffen. Dürfte ja so im Bereich wie diesen Monat liegen, im September, im Dezember, November und Oktober dürfte nicht allzu viel passieren, was aber auch in Ordnung ist. Ja, ich hoffe, eure Monate sind bisher auch so positiv gelaufen. Vielleicht ist euer September genauso gut gewesen, vielleicht besser, vielleicht schlechter. Würde mich wie immer in den Kommentaren freuen, darüber zu lesen. Und vor allem hat der Oktober bei euch auch so bescheiden gestartet wie bei mir. Würde mich definitiv auch interessieren. Vielen Dank mal wieder fürs Zusehen. Bis dahin, euer Sven.